Ich glaube, ich war in den letzten 15 Jahren, die ich Leistungssport mache, noch nie so lange aus dem Training raus. Und natürlich war man auch krank und dadurch braucht der Körper einfach länger, wieder fit zu werden. Und ich trainiere einfach jetzt erst seit einem Monat wieder voll und das merke ich auch noch. Also ich hatte gestern mein erstes Wettkampfsparring, also es ist wie ein Wettkampf im Training. Und da hat man schon gemerkt, dass ich nicht auf meinem Höchstleistungsstand bin. Aber das ist, glaube ich, nach der Geschichte auch ganz normal und das braucht eben einfach Zeit, aber ansonsten kann ich nicht sagen, dass ich jetzt konkret so Spätfolgen merke. Es liegt einfach daran, dass man im Training natürlich Zeit verloren hat. Ich bin einfach sehr emotional, sag ich mal, nicht instabil, aber da vielleicht ein bisschen sensibler als andere Menschen. Das kommt aber auch durchs ADHS und auch, also so die Anfälligkeit für Depressionen ist ja auch ein bisschen erblich und ich kenne es eben von meinem Vater. Deswegen weiß ich, dass es theoretisch immer wieder passieren kann und dass ich auch öfter mal Schwierigkeiten habe, was in Situationen, die für andere vielleicht ganz normal sind und die andere auch nicht nachvollziehen können. Und ich bin echt mega dankbar, dass auch mein Trainer und mein Verband da mit mir quasi kooperieren und auch wirklich wollen, dass das für mich bestmöglich läuft. Also ich habe oder diese Depression war ja eine zeitliche Angelegenheit, sag ich mal, die jetzt auch sozusagen abgeschlossen ist. Das ist ja zum Glück vorbei, aber was mich natürlich beeinflusst, ist das ADHS. Und da sind einfach Sachen, die wir jetzt anders steuern, damit es für mich vielleicht ein bisschen einfacher ist. Ich finde es sehr schwierig, weil mir ist es ein bisschen unangenehm, vor dem Rest der Welt zu sagen, wir sind hier jetzt und machen unseren Sport, obwohl andere gerade vielleicht ja, ihren Job nicht ausüben können und ganz andere Probleme haben. Und dann kann ich eigentlich mit meinem Gewissen nicht wirklich vereinbaren, zu sagen, ich fahre jetzt als Sportler dahin und boxe Olympia, wenn andere Leute gerade sterben, weil sie dieser Pandemie ausgesetzt sind. Und das ist tatsächlich für mich ein großer Konflikt.